Hey ho und herzlich willkommen hier zurück zu Guild Wars 2. Ja, der Legende von Livers Kisan. Und ich könnte euch abstechen. Tötet die Verräter! Ich fühle Zack. Mich stark. Zack. Schnell. So, schnell mal den Bogenschützen. Du lässt mich mal in Ruhe, mein Freund. Ja, genau. Belebt man mit wieder. Kommt mal her. Ich fühle mich stark. Zack, 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 zack. So. Ich kümmere mich mal ein bisschen um die kleinen Bogenschützen hier, dass ich hier wenigstens ein paar mehr Unterstützer habe. Nehmt das. Na? Doch. Das war genau zur rechten Zeit, Kriegsmeister Karnsson. Habt vielen Dank. Die Abtrünnigen werden immer frecher. Das ist das erste Mal, dass sie versuchen, innerhalb der Festung Bomben zum Einsatz zu bringen. Eine neue Taktik könnte für einen neuen Anführer sprechen. Glaubt ihr, die haben einen gefunden mit halbwegs Grütze im Kopf? Glauben? Ich weiß es. Es ist ein Char namens Ajax Ambosbrand. Und der Mistkerl ist mir ein Dorn im Auge. Wisst ihr irgendwas über Ambosbrand? Wie man ihn finden und aufhalten könnte? Späher haben ein Lager der Abtrünnigen vor Ebonfalke entdeckt. Aber meine Leute sind mit dem Schutz des Vertragsverhandlungsorts beschäftigt. Die Ebon-Vorhut hat es noch nicht überprüfen können. Aber ich würde wetten, er oder seine Soldaten sind dort. Wir sehen mal nach, Kommandeur. Disziplinlose Schläger wie die sollten leicht zu finden sein. Ja, sollten sie, ne? So. Instabiler Frieden abgeschlossen. So. Heilkraft, Vitalität, Kraft, Präzision, Zähigkeit, Vitalität. Ich würde sagen, wir gehen mal ein bisschen mehr auf Kraft. Ein bisschen mehr auf Gibin. Auf Damage. Weißt du? So, ja, toll. Wow. Komm, Spitzhacke. Erze farmen und so, ne? So, ausrüsten. Verwenden. Nichts großartig Tolles, aber wenigstens kann man es verwenden. Beziehungsweise verarbeiten. Was? Achso, verwertet. Bestimmte Anzahl von Gegenständen. Okay. So, dann verkaufe ich noch mal kurz ein bisschen was, dass ich den Platz auch nutzbar mache, ne? So, den verwende ich so und das wupp. So. Ach. Hier gibt es noch ein paar Punkte zu verteilen. Zack. Ja, bald habe ich's. So. Was ist das andere? Fähigkeit. Heilen euch selbst. Während das gefällt mir natürlich auch, ne? Ich mache mal das durch die Dings, dass hier Fähigkeiten auch noch selbst heilen, ne? So, erstmal raus hier, damit wir hier, ne? Gott. War das jetzt aber doch falsch? Oder was? Nee, war richtig. Lager vor Ebonfalke. Das kann ja eigentlich mehr nur das da sein. Mal kurz hier weiter runter.
Schiffchen zurück. Da hinten sehe ich es schon blitzen. Nein, habe ich nicht. Eine Landmine! Drauf treten. Ah, passiert nichts. Schade. Entschuldigt, hättet ihr kurz Zeit? Nein, habe ich nicht. Ich muss die Welt retten vor Drachen. Killerinstinkt. So, Kriegsmeister, da bin ich. Hey, Jungsbund! Na? Habt ihr auch eure Waffe dabei? Ich bin kampfbereit. Und nennt mich nicht Jungspund. Haha, ganz schön Pfeffer habt ihr, was? Freut mich. Das werden wir brauchen, wenn wir die Abtrünnigen ausradieren wollen. Macht euch abmarschbereit und seid leise. Wenn wir Glück haben, erwischen wir die Penner im Schlaf. Ihr glaubt wirklich, wir haben Glück? Jungspund, wir wissen beide, das Glück gibt es gar nicht. Trotzdem, versucht Gefangene zu machen, wenn ihr könnt. Die müssen uns Informationen liefern, wenn Amboss Brand nicht da ist. Wir rennen also einfach rein und brüllen, hallo ihr Schufte, ergebt euch oder sterbt? Jetzt hört mal, Welpe. Es gibt eine Zeit für Strategie und eine Zeit, wo man die Tür eintritt. Gegen diesen Abschaum hilft keine Taktik, da hilft nur rohe Gewalt. Jawohl, Kriegsmeister. Also dann, spart euch das Hallo. Fangt gleich mit, ergebt euch oder sterbt an. Los, Abmarsch. Ja, natürlich, Kriegsmeister. Ergebt euch oder sterbt. Hallo, Bauer. Na, suchst du Frau? Bauer so Frau und so. Ganz vorsichtig. Oh, schön. Gütige Geister, was ist das hier? Ein Kinderspielplatz? Bats! Schnappt sie euch! Ergebt euch oder sterbt! Na los doch, schlagt mich! Wer auch immer euch ausgebildet hat, weint jetzt sicher bittere Tränen. Lauft lieber! Komm, guck! Batz. Batz. Na los doch, schlagt mich! Oh, zack. Kommt mal alle ein bisschen näher. Sonst kann ich euch ja nicht sehen. Zack. Mehr habt ihr nicht zu bieten? Kommt schon, ihr räudigen Wichter. Na komm. Schlagt mich! Ihr seid der schlecht ausgebildetste, feigste Haufen, den ich je gesehen habe. Leiden sollt ihr. Ja, das ist aber nicht der Anführer, den wir suchen. Ja, war wohl nichts, ne? Will er hier mir eine Mine an zu Füßen legen. Ich gebe auf. Ihr kämpft gut. Ja, danke. Ich weiß. Und jetzt sprech. Hohlköpfige Hackfresse! Wo ist Ajax Ambossbrand? Wir wissen, dass er hinter den Angriffen auf Ebon Falke steckt. Redet! Ihr habt die Klapp verpasst. Ist seit heute Morgen weg. Zog los, um einen wertlosen Menschen namens Durant zu töten. Sie legen einen Hinterhalt auf der Gipfelspitze. Sie töten Durant und schieben das blutige Messer Stahlschroter unter. Zwei Friedensfliegen mit einer Klatsche erwischen. Asche und Schnee. Er meint, Minister kennt Durant, den kreitanischen Botschafter. Ich wette, Stahlschroter ist der Botschafter der Hochlegionen. Wachsame, was? Ah, Ajax wird's leid tun, dass er euch nicht töten konnte. Sagt seiner Mutter Almora, diesem Menschenliebchen, eines Tages spucken wir auf ihr Grab. Almora ist Ajax Mutter? Das geht euch nichts an, Rekrut. Vergesst, dass ihr es gehört habt. Vergessen? Das geht nicht so einfach.
Meint ihr nicht, das ist wichtig? Schon mal was von Disziplin gehört? Diese Jugend heutzutage. Na schön. Aber nicht hier. Nicht jetzt. Wir reden später drüber. Jetzt müssen wir hier weg, bevor noch mehr Abtrünnige auftauchen. Lass den Feigling hier allein verrotten und abkratzen. Wir müssen nach Ebon, Falke und Samuelsson warnen, was Ajax plant. Und was machen wir jetzt? Ja, okay, passen, packen wir es an. So. Und damit haben wir den Killer-Instinct geschafft. Oh, ein neues Schwert. Nehme ich gerne an mich. Ich meine mal, ne? Besseres Schwert kann ich immer gebrauchen. So. Der ist besser. Nehmen wir den auch gleich mal mit. Das ist alles Material, was gelagert wird. So, du gehst irgendwie nach da unten irgendwo hin. Oh, XP-Boost nehmen wir auch gerne mit. Noch mehr Material, was wir lagern können. So, ja. Schnell mal verkaufen. So. Ja. So. Okay. Dann wollen wir mal. Wir müssen. Oh, oh, da hinten hin. Okay. So weit ist das ja gar nicht weg. Überbringer schlechter Nachrichten. Dann überbringen wir mal die schlechten Nachrichten. Habt ihr etwas zu? Wer seid ihr, Leute? Kommandeur Samuelsson hat keine Eskorte erwähnt. Und wie Vorhut seht ihr nicht aus. Wir sind Wachsame. Wir haben von einem geplanten Angriff auf Minister Duran erfahren. Wir sorgen dafür, dass ihr ihn rechtzeitig erreicht. Eine Eskorte? Ich bin Soldatin der Ebon-Vorhut. Ich brauche keine Aufpasser. Wir sind keine Aufpasser. Nur Vergnügungsreisende. Wir nehmen denselben Weg, betrachten dieselbe Landschaft, prügeln dieselben Idioten grün und blau wie ihr. Ihr seid doch ein guter Feldwebel. Wollt ihr uns wirklich sagen, wo wir nicht hingehen und wen wir nicht verprügeln dürfen? An so einem schönen Tag? Ich muss dem Minister diese Nachricht bringen. Ich habe keine Zeit für so etwas. Aber haltet Schritt. Warten tue ich nicht auf euch. Auf! Zur Gipfelspitze. Und zwar im Laufschritt. Die Wachsamen eskortieren mich also? Na schön. Erzählt es nur nicht dem Rest der Vorhut. Das würde mir ständig unter die Nase gerieben. Wenn ich eine Tochter hätte, wäre die wohl so wie Jane. Nur Vorsicht. Die Sache hier stinkt mächtig nach Hinterhalt. Da sind sie doch. Ich fühle mich. Sind sie doch schon. Da sind sie doch schon. Zack. 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 Wie? Du willst da mal so und so, bleib ne? Bleibt in Bewegung. Ja, da oben ist ein Scharbauer. War mir klar. Ich meine, ein Bauer, der, ne? Der ein Char ist, der in dem Sinne mit einer Axt da rumrennt, das glaube ich mal nicht, ne? Ja, ja. Da hinten sind noch mehr. Platz. Wieder ein Abtrünniger? Sie machen sich nicht mal mehr die Mühe, ihre Überfälle zu verschleiern? Das ist wirklich eine Beleidigung. Na,
Gott. Ja, hier. Kommst du? Eine Überlebende. Haltet an, wir müssen ihr helfen. Nein, zu riskant. Wenn der Botschafter stirbt, kostet das viele weitere Leben. Eigene Soldaten im Stich lassen? Wer zur Vorhut geht, kennt das Risiko. Die Pflicht geht vor. Ja, ja. Ich hab ja schon gerettet. So, ihr kümmert euch mal bitte um die. Ich würde nämlich gerne. Ne? Könntest du mal. Oh Gott. Alter. So. Balthasar. Oger, die Abtrünnigen scheuchen wirklich alles auf, nur um es zu uns zu schicken. Ja. So, dann wollen wir mal weitere Bogenschützen. Da hinten liegt noch jemand. Das glaube ich mal euch nicht, dass ihr tot seid. Ne? Ihr bewegt euch doch gleich noch. Zu spät für mich. Zack. Batz. So. So. Stark. Zack. Und hopp. Na, irgendwo noch welche? Ah, da vorne. Patz. So. Und schon haben wir es. Weiter geht's. Da hinten irgendwo ist er. Beziehungsweise da sollen, glaube ich, die Verhandlungen stattfinden. Offizier anwesend, stillgestanden. Ja, Offizier. Ein Feldwebel. So. Linkzahn. Wir sind da. Ja, schönes Ding. Minister Duran, hört doch. Bitte, das müsst ihr unbedingt erfahren. Kommandeur Samuelson schickt mich aus Ebonfalke. Ihr seid beide in schrecklicher Gefahr. Gefahr? Langsam, Feldwebel. Holt erst einmal tief Luft und dann sagt mir, was los ist. Ajax Ambossbrand und seine Abtrünnigen planen einen Hinterhalt für euch. Sie wollen Minister Duran töten und Botschafter Stahlschroter die Schuld zuschieben. Nun, das müssen wir verhindern, richtig? Duran, könnt ihr kämpfen? Nicht so gut wie ein Char, aber ich kann mich behaupten. Wir könnten die Gipfelspitze als Deckung nutzen. Die Höhe wäre von Vorteil für uns. Das Lager lässt sich gut verteidigen. Wenn die Abtrünnigen nicht wissen, dass wir vorbereitet sind, könnten wir ihren Angriff in ihre Niederlage verwandeln. Bei allem nötigen Respekt, Minister, die beste Verteidigung ist gewöhnlich ein starker Angriff. Ich schlage vor, wir finden die Basis des Verräters und vernichten Ajax, bevor er zuschlägt. Es waren die Wachsamen, die diesen Plan aufgedeckt haben. Meine Herrschaften, ich finde, die Wahl zwischen Hinterhalt und Angriff sollten wir Ihnen überlassen. Ja. Das werden wir aber erst in der nächsten Folge
ja, entscheiden, denn diese Folge ist zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein. Wenn wir mal schauen, Angriff oder Verteidigung. Deswegen, tschüss, ciao, euer Los Kisan.